Herzlich willkommen im Schwarze Bock zu Ansbach. Wir sind das nachhaltige und historische Wirtshaus in Ansbach. Heute erzählen wir was über Wein, Fassadenbegrünung und wie es zusammenhängt, wie wir damit CO2 einsparen, wie wir nachhaltig damit arbeiten und warum es gut ist, nicht nur einen Wein zu trinken, sondern ihn anzubauen, wenn auch im kleinen Stil und damit was Gutes für die Umwelt zu tun. Aber das schauen wir uns im Garten an. Kommen Sie rein! Das Gästehaus ist mit Weiß- und Rotwein bepflanzt, Isabella und Palatina. Tafel- und Keltertrauben, dazwischen Nistkästen für Vögel, damit die Kleinen bei uns auch ein Zuhause finden. Besonders Schmetterlinge lieben die Hortensien in verschiedenen Ausführungen, Rispen, Ballen, Bauernhortensien. Für den Tischschmuck, gerade im Sommer, nutzen wir Rosen vom eigenen Strauch. Und dazu kommt dann Obst, das auch im Herbst bei uns auf den Tisch kommt. Äpfel, Johannisbeer, Weiß oder Rot oder Rehbiesel genannt. Und natürlich darf die Hauszwetschge nicht fehlen, die auch an der Südwand wächst. Und in unserem kleinen Kräutergarten, der ein bisschen wild aussieht, aber eben auch ein Bienen- und Insektengarten ist, hier zum Beispiel der Salbei. Herzlich willkommen im Schwarzer Bock. Heute erzählen wir was zu unserer Fassadenbegrünung. Heiß wie der Sommer ist die Frage, brauche ich Klimaanlage oder nicht? Wir sind der Meinung, nein, denn Fassadenbegrünungen bringen uns zwischen 3 und 10 Grad Temperaturdifferenz zu einer unbegrünten Fassade. Und neben dem Effekt, dass die Luft deutlich kühler ist im Zimmer, haben wir auch noch einen Wärmeeffekt im Winter. Und was noch dazu kommt, eine begrünte Fassade bindet CO2, bindet Staub. Und in unserem Fall haben wir uns für echten Wein entschieden. Wir haben in manchen Bereichen, ich muss mal schauen, hier sieht man es, schon die ersten Trauben. Wir werden im Herbst unsere kleine Weinlese halten können. Auf der Südseite Rotwein. Hier haben wir Palatina, eine weiße Sorte, als Tafel- und Keltertraube. Und was ganz toll ist, eine Klimaanlage braucht pro Jahr ungefähr 6 Tonnen CO2 durch den Strombedarf. Wir sparen hier im Zig-Tonnen-Bereich in diesem Gästehaus, dadurch, dass wir unsere Bio-Klimaanlage haben, die auch noch uns die Rebenfreude bringt, zig Tonnen CO2 ein. Und das ist Naturschutz, nicht nur freitags, das ist Schwarzer Bock, wenn der Schwarze Bock grün wird. Vielfältige Auszeichnungen wie von der DEHOGA Umweltpark Bayern, hier von unserem Bürgermeister CSU Defner verliehen, oder auch Mitmachaktionen wie Stadtradeln, wo wir dabei sind, kommen natürlich dazu. Das kommt nicht von ungefähr, da muss man ein bisschen was tun, aber wir sind einfach nachhaltig und regional. Der Schwarze Bock, willkommen, grüß Gott und guten Appetit. Servus.